Lilly, warum hast du den Teller gekauft? Weißt du, wie viel Palmöl in einem Glas steckt? Aber alle Kinder essen Nutella. Außerdem, was ist an Palmöl denn so schlimm? Wegen dem Anbau von Palmöl werden große Teile des Regenwaldes abgeholzt und viele Tiere, wie zum Beispiel der seltene Orang-Utan, vom Aussterben bedroht. Aber trotzdem ist der Anbau von Palmöl um mehr als das Doppelte gestiegen. Aber warum wird dann so viel Palmöl angebaut, wenn es so schlecht ist? Da Palmöl ein sehr billiger Rohstoff ist und wir ihn in Lebensmitteln wie zum Beispiel Tütensuppe brauchen oder in Kosmetikprodukten, sogar in Diesel braucht man ihn. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meine Lieblingskosmetikprodukte enthalten alle Palmöl und Nutella esse ich auch so gerne. Es gibt sehr viele alternative Produkte, die kein Palmöl enthalten. Wir können ja ein paar googeln. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Alternativen gibt. Ich kaufe nie wieder Nutella. Das ist sehr gut. Wenn das alle so machen würden, würden nicht mehr so viele Tiere sterben und Palmen abgeholzt werden.